Hallöche, meine Freunde, und ist es nicht schön? Es regnet, aber trotzdem kommt die Sonne raus. Wunderschön. Ja, wir müssen uns mit dem Hauptmann, oder weiß ich nicht, mit einem Hauptmann von Everick treffen in der Kneipe. Und da gehen wir jetzt mal hin und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie. Naja, da geht's schon los. Zwei Humpen und ein bisschen plötzlich. Oh, bitte, mein Herr. Etwas Anstand. Und ich guck hoch und da, er leert das halbe Fass in einem Zug. Geralt, hier drüben. Ah. Hey, da Weißlöckchen. Du siehst aus wie einer, der zechen kann. Danke. Ein andermal. Hey, lass mich nicht betteln, Mann. Ich lade dich ein. Okay. Strange. Angeber. Natürlich. Warum auch nicht? Die Zeit ist ein herrlicher Spielplatz. Und das richtige Gewürz für Honigkuchen. Du hast also doch zugehört. Oh ja, bisweilen kann ich nicht widerstehen, die Zeit zu manipulieren. Dabei ergeben sich viele appetitliche Gelegenheiten. Man kann die Suppe von geschmacklosen Leuten mit passenden Widerlichkeiten würzen. Wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Gaunter Odim, auch bekannt als... Das meine ich nicht. Gaunty Bound. Ah, du willst also wissen, was ich tue. Kurz, ich gebe den Leuten, was sie wollen. Sagen wir, ich erfülle ihnen ihre Wünsche. Ah, schrecklich nobel von dir. Das wäre wirklich nobel, wenn du nicht immer eine Gegenleistung verlangen würdest. Gesetz des Marktes. Ich habe die Redewendung, alles hat seinen Preis, nicht erfunden. Du bist eindeutig kein Mensch. Was dann? Ein Dämon? Ein Djinn? Willst du das wirklich wissen? Nein. Ja. Nein, Geralt, willst du nicht. Diesmal verschone ich dich und erfülle deinen Wunsch nicht. Wer meinen wahren Namen erfahren hat, ist entweder tot oder hat ein schlimmeres Schicksal erlitten. Doch dich brauche ich noch. Kontrollierst du wirklich die Zeit oder ist das nur ein Taschenspielertrick? Welchen Unterschied macht das? Einen großen. Sagen wir, die Zeit hat mich immer fasziniert. Deswegen habe ich mir ihre optimale Nutzung beigebracht. Okay. Warum gerade die Zeit? Geralt, es gibt vier Dimensionen. Länge, Breite, Höhe und Zeit. Welche davon sollte mich faszinieren? Die Breite? Bitte. Wie komme ich zu dem Vergnügen? Ich wollte dir gratulieren. Du hast dich bei Olgierd prächtig geschlagen. Tatsächlich hast du deine Schuld fast beglichen. Ich sollte ihm drei Wünsche erfüllen. Das tat ich. Jetzt nimmst du das Mahl weg, weil wir quitt sind. Fast. Um den Vertrag buchstabengetreu zu erfüllen, musst du noch eines tun. Olgierd zum Tempel von Lilvani bringen. Davon war nie die Rede. Oh, aber ja doch. Als Mann von Welt solltest du wissen, dass jeder Vertrag sein Kleingedrucktes hat. Und das ändert die Bedeutung des Vertrags. Auch bei mündlichen Verträgen. Okay. Ich sagte wörtlich... Ich glaube allerdings, dass es gut ausgehen wird. Sobald dies der Fall ist, treffen wir uns und danken einander für die gemeinsame Reise. Zitat Ende. Hm, ja, ich erinnere mich. Erfülle deinen Teil der Abmachung, dann werde ich das Mahl entfernen. Du hast mich zum letzten Mal unterbrochen, während ich mit jemandem sprach. Oh. Was zum Teufel?
Was macht die Fliege in meiner Suppe? Ich hab nach dir Ausschau gehalten, dich aber nicht reinkommen sehen. Woher kommst du plötzlich? Ich bin ein Hexer. Übermenschliche Schnelligkeit ist nur eine meiner Qualitäten. Hast du mir die Fliege in die Suppe geworfen? Klar. Jetzt hör genau zu. Sag deinem Ataman, er soll zum Tempel von Lilvani kommen. Südlich von hier. Der Eingang liegt in einer Höhle. Was ist denn da los? Lilvanis Tempel. Kapiert? Ja, kapiert. Warte mal! Deine Freundin, die Ärztin, die war hier. Du sollst bei ihr vorbeikommen. Okay. Danke. Aha. Machen wir mal. Seht ihr das? Der Typ ist plötzlich einfach tot. Er war total voll. Vielleicht ist er ohnmächtig. Ohnmächtig? Er ist blutüberströmt. So, einmal drüber latschen. Verflucht und verhext. So, dann schauen wir mal. Wählen. Niemandsland. Was ein Mann sieht. Okay. Sehr hinten am Arsch der Welt. Gut, wir haben hier noch gar nicht alles entdeckt, glaube ich, oder? Doch, wir hatten hier war noch ein bisschen eine Kleinigkeit. Der Runenschmied. Das Gefühl, das ist ja jetzt schon bald zu Ende. Naja, gut, dann sei es so. Darf ja nicht vergessen, wenn man es vorbestellt hat, dann hat das Ganze hier nur 8 Euro gekostet. Das ist ja auch echt ein Witz. Shani. Was ist los? Shani? Geralt, gut, dass du kommst. Was ist passiert? Hat jemand eingebrochen? Hier? Ach, nein, ich ziehe nur um. Was? Wann? Wohin? Ach, darüber wollte ich nicht reden. Jedenfalls nicht nur, aber... Ich gehe, Geralt. Die Ostfront ruft. In Kedwen. Du hast nicht erwähnt, dass du einen Umzug planst. Ich wusste es nicht. Erst seit heute früh. Es waren 2 Soldaten hier. Redanien braucht mich angeblich wieder. Hättest du nicht einfach Nein sagen können? Ach komm, Geralt. Vielleicht. Mach's auch eine Schnicke. Aber das wollte ich nicht. Ich will meiner Berufung folgen. Und das geht nirgends besser als an der Front. Ich verstehe. Werde ich. Werden wir uns jemals wiedersehen? Eines Tages bestimmt. The Witcher 4. Bing. Und hast du was über Olgierd erfahren? Tja, ich habe die Bücher bald zugeklappt, weil ich mir dachte, dass ich die Wahrheit nur von jemandem erfahre, der ihn kennt. Hast du jemanden gefunden? Ich musste nicht lange suchen. Ein Kollege an der Akademie, der Assistent von Professor Primitin Schüttlock, sagt, dass Olgierd von Everex sich öfters mit dem Professor getroffen hat. Dabei hat Olgierd offenbar verlangt, dass der Professor etwas erforscht. Der Professor hat sich so hineingesteigert, dass er seine Notizen nicht rausrücken wollte. Nicht mal seinem Assistenten wollte er sie zeigen. Der Professor, wo finde ich den? Hier in Ochsenfurt. Zurückgezogen in seinem Haus auf dem Akademiegelände. Okay. Mit Hexenjägern auf der Türschwelle. Hexenjäger auf der Türschwelle. Steht er unter Hausarrest? Das weiß ich nicht. Manche an der Fakultät halten ihn für einen Verräter, der sich von den Hexenjägern hat kaufen lassen. Der Assistent wiederum meint, dass der Professor sich von ihnen beschützen lässt. Ich weiß nicht wovor. Und was glaubst du? Dass er ihnen sicher nützlich ist. Ein Fachmann für Schwarzmagie und Okkultismus ist die reinste Fundgrube an Wissen. Wenn er wirklich den Verstand verloren hat, wäre es nicht erstaunlich, wenn sie ihn benutzen. Ich muss mit diesem Professor reden. Ich gehe mit. Die Akademie ist voller redanischer Wachen. Da kommst du nicht alleine rein. Wachen waren mir noch nie ein Hindernis, das weißt du. Aber wenn du diese verwundest, muss ich sie wieder flicken. Außerdem könnten wir einem Freund begegnen. Dann kommen wir ganz leicht rein.
Okay. Gehen wir jetzt mit Shani zusammen? Ich glaube wohl, ne? Professor Shuttlock. Shuttlock. Professor Shuttlock. Oh. Sorry. Wie stehen denn die Dinge in der Akademie? Du meinst, seit Radovid sie geschlossen hat? Ich will wissen, ob sie gut bewacht ist. Vermutlich nicht. Viele Mitglieder sind in den hohen Norden geflohen. Die Tapferen sind geblieben, haben sich aber als Schneider und Wäscherinnen verkleidet. Warum? Neugier. Die Gelehrten hatten sich offenbar Magiertaktiken zugelegt. Kooperieren sie? Also an die Ostfront. Und dann? Kommt drauf an, wo man mich hinschickt. Wo es auch sein mag. Pass auf dich auf. Mach ich immer. Keine Sorge. Na, da bin ich ja mal gespannt, wieso der Hexenjäger vor der Tür hat. Der Akademie von Ochsenfurt, da waren wir ja im Originalspiel schon mal. Da konnte man ja nichts machen. Leider. Hier die Bücher, die verbrannt werden sollen. Da. Okay. Hallöchen. Halt! Auf Befehl König Radovids darf niemand die Akademie betreten. Nicht mal Dozenten? Niemand heißt keiner. Na, du bist ja ein Pedant geworden, Norbert. Als ich dich wieder zusammengenäht hatte, warst du viel freundlicher. Wie geht's denn dem Knie? Ganz wunderbar. Als wäre nie ein Fall drin gewesen. Du kannst dich glücklich schätzen. Wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, dich zu operieren, wärst du auf ewig ein Krüppel. Bruno? Vielleicht können wir sie reinlassen. Sie ist anständig. Die klaut nichts. Na gut. Aber alleine. Der Hexer erregt zu viel Aufmerksamkeit. Für den will ich mich vom Hauptmann nicht anraunzen lassen. Pass auf. Ich gehe rein und helf dir dann, hinten reinzuschleichen. Und wie? Weiß nicht. Ich denk mir was aus. Auf der Flussseite sind normalerweise viel weniger Wachen. Okay. Klar. Gut, lasst mich rein. Die Flussseite, da müssen wir... Okay. Da müssen wir hier wahrscheinlich irgendwie runter. Können wir hier springen? Ist das... Oh! Oh, Glück gehabt, ey. Dann gehen wir mal gucken. Da könnte man da vielleicht irgendwie hoch. Ja, fast so aus, ne? Huhu. Ach komm, den Sprung, den müsste Geralt doch schaffen. Natürlich schafft er ihn nicht. Okay. Na dann. Hängt da was? So aus, ne? Mensch, Shani. Ach, Geralt, komm. Ernsthaft? Jetzt haben wir es auch gleich einmal umrundet. Ja. Ich hoffe, das lohnt sich. Für Shani. Okay, da würde ich ja... Das sieht doch schon gut aus. Hier ist eine Kirche. Ja, jetzt sind wir einmal rum. Ah, hier. Ein Eingang. Ertrunkene. Level 34, na, da sind wir doch richtig. Ah,
Boah, geht schon wieder los hier. Boah. Wie sie nerven, ne? Jetzt aber. Warum ich immer in die falsche Richtung gehe, das kann mir wahrscheinlich keiner erzählen. Meine Fresse. Da liegt hier was? Nee. Ja, ich weiß, ich bin Schisser. Aber so ist das Leben. Huhu. Geht doch. Geralt. Psst. Bist du da? Ja, bin ich. Schnapp das Seil. Wo hast du das Seil her? Lange Geschichte. Aber wir haben es geschafft. Professor Schüttlocks Haus steht am Ende dieser Straße. Hexenjäger bewachen die Tür. Ich glaube nicht, dass ich die bequatschen kann. Du warst schon eine große Hilfe, Shani. Danke. Schon gut. Du hättest dasselbe für mich getan. Naja. Wenn du mich nochmal sehen willst. Ich bin zu Hause. Muss noch eine Weile packen. In Ordnung. Wir kommen nochmal rum. Bis dann. So, da sind Hexenjäger. Willst du was aufs Maul? Der ja, Waffenlecker, was ist das denn? Ein Eindringling! Schnapp ihn! Er hat ihn umgebracht! Naja. Wow! Oh. Zack. Und Kopf ab. Nee, doch nicht. Schade. So, ist das sein Haus? Was ist denn hier oben? Können wir ja mal reingucken. Was ist denn hier los? Ah, eine Truhe. Mit Saphirstaub, ja schön. Ne, hier können wir vielleicht später abhauen. Hier unten. Ein Gulli. Na, das könnte ja das Haus sein. Abgeschlossen ist es nicht. Vielleicht ist es das. Ne, das ist es auch nicht. Hier. Abgeschlossen. Okay. Vielleicht hier hoch. Oder hier durch. Nein. Ist abgeschlossen. Oh, nein. Hilfe. Steuerung. So. Sieht mir ja fast so aus. Oder dahin. Sind wir dahin? Nee, die Tür ist zu. Was ist das denn hier für eine Kletteraktion? Trockenfisch. Brauchen wir definitiv nicht. Hallo, Geralt. Okay. Dann müssen wir hier gar nicht hoch. Na, sehr interessant, trotzdem mal hier über die Dächer zu
abzustreifen. Zu gucken, was sie hier für Brot auf dem Dach verstecken. Wo geht's lang? Fragen über Fragen. Probier nochmal. Boah, hier kommt man ganz schlecht vorbei. Nee. Nee. So. Runter. Können wir hier rüberspringen? Na, das sieht mir doch fast so aus, als wenn man hier durchgehen könnte in das Haus des Guten. Dann würde ich sagen, auf diesem Balkon mit Geralt zusammen machen wir einen Cut. Und in der nächsten Folge gehen wir rein und gucken, was da drin so los ist und was der Typ für uns zu bieten hat. Bleibt melden, lasst einen Daumen da. Bis dann. Tschüss.